Wunderschönen guten Morgen zu unserer Pressekonferenz zum Spiel HC Erlangen gegen den SG Flensburg-Handewitt am kommenden Mittwoch, den 23. Juni. Ich darf hier bei mir heute begrüßen unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Michael Haas und unseren Rückraumspieler Simon Jepson. Wir fangen mal bei René an, wie immer. Und zwar haben wir ja letzte Woche schon berichtet bei der letzten Pressekonferenz, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Und wir würden jetzt gerne mal so eine erste Bilanz von dir hören und was der Ausblick jetzt auf das letzte Saison-Heimspiel werden wird. Ja, schönen guten Morgen. Kleiner Rückblick. Das letzte Heimspiel vor 1700 Zuschauern war, ich glaube, da sind sich alle einig, ein voller Erfolg. Vielleicht nicht ganz sportlich, weil uns hinten raus ein bisschen die Kraft gefehlt hat, aber von der Stimmung, von der Atmosphäre, man hat jedem Einzelnen in der Halle angemerkt, was für eine unglaubliche Freude es wieder ist, endlich wieder auch Sport mit Zuschauern, mit unseren Fans erleben und einfach genießen zu können. Und auch selbst nach der Niederlage, nach dem Spiel, waren die Leute noch lange in der Halle, haben die Mannschaft gefeiert. Also unglaublich tolles Erlebnis, haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass jetzt noch einmal nächsten Mittwoch zum, ja, man muss es eigentlich schon fast sagen, Saisonfinale begrüßen zu können. Und das hat es natürlich absolut in sich und ja, da kommt auch genau der richtige Gegner. Die SG Flensburg-Handewitt spielt mit dem THW Kiel um die deutsche Meisterschaft, sind einen Punkt zurück. Dementsprechend ja, könnten wir natürlich auch das Zünglein in der Waage sein und möglicherweise entscheidet sich schon kommenden Mittwoch die deutsche Meisterschaft in Nürnberg. Dementsprechend ja, ein hochspannendes Spiel, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil es natürlich auch das letzte Heimspiel ist und traditionell wird es da auch immer sehr emotional. Die Spieler, die uns verlassen im Sommer, werden verabschiedet, haben nochmal ihren letzten Auftritt vor heimischer Kulisse. Immer ein ganz, ganz außergewöhnlicher Moment und besonderes Spiel für die Jungs, aber natürlich auch für uns, die, ja, wo wir den Weg ja einfach gemeinsam so lange begleitet haben. Aber ich muss es auch einfach klar sagen, ich habe einfach Bock, nochmal die Jungs auch zu Hause zu sehen, weil das, was sie in den letzten Wochen geleistet haben und auf die Platte bringen, ist wirklich sensationell. Also das Spiel in Stuttgart hat es einfach mal wieder gezeigt, was Leidenschaft, Kampf, Einsatz und der pure Wille, das Spiel zu gewinnen, einfach ausmacht. Auch wieder als klare Außenseiter eigentlich ins Spiel reingegangen. Die Personalsituation ist seit Wochen bestens bekannt. Da spielt wirklich ein ja, kunterbunter Haufen, der sich aber so dermaßen toll präsentiert, dass es, wie gesagt, einfach nur Spaß macht, den Jungs bei ihrer Arbeit zuzusehen. Und ja, die jungen Nachwuchskräfte performen unglaublich gut. Die arrivierten Stammkräfte, wie neben mir Simon, bringen Woche für Woche tolle Leistungen. Und zusammen haben wir da einfach ein wunderbares Team, was einfach nur Spaß macht. Und ja, auf diesen Spaß, auf diese Freude, die können wir am Mittwoch auch wieder erleben. Und wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Kommenden Mittwoch gegen die SG Flensburg-Handewitt, unser letztes Heimspiel. Sichert euch die letzten Tickets und dann haben wir zusammen ein schönes Handballfest. Dankeschön. Danke dir. Es geht weiter mit Michael. Michael, wie der René bereits erwähnt hat, ist im Kampf um die deutsche Meisterschaft eigentlich noch alles offen. Und wir können da unseren Beitrag zu leisten, das Ganze spannend zu halten. Meinst du, wir schaffen das am Mittwoch? Ja, guten Morgen zusammen. Zuallererst mal unabhängig vom Gegner ist das unser letztes Heimspiel, unser letzter Auftritt vor Publikum. Es war schon nach dem letzten Spiel, nachdem wir so die Niederlage gegen Lemgo dann verdaut hatten, war so das Feedback von der Mannschaft, dass die sich einfach wahnsinnig gefreut haben, wieder vor Publikum zu spielen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das wollen wir einfach nochmal auf die Platte bringen, nochmal diesen Auftritt genießen. Wir verabschieden 5 Spieler, die uns sehr getragen haben in letzter Zeit. Und diesen Auftritt wollen wir erstmal nochmal genießen. Da kommt jetzt Flensburg. Auch vor Flensburg muss man wahnsinnig den Hut ziehen. Die haben eine sehr schwierige Saison mit vielen Verletzten gehabt und schaffen es einfach trotzdem, 2 Spieltage vor Schluss noch um die Meisterschaft zu spielen. Und da habe ich riesigen Respekt vor. Wir sehen jede Woche Best-of-Clips aus Flensburg spielen, dass die Jungs Handball spielen können, weiß jeder. Das wird schwer für uns. Ich glaube, mehr Außenseiter können wir eigentlich nicht sein mit unserer Situation und mit der Qualität von Flensburg. Aber René hat uns gerade oder unsere Mannschaft einen kunterbunten Haufen genannt. Das Schöne ist, jetzt kurz vor Schluss ist das aus diesem Haufen eine richtige Mannschaft geworden. Und im Moment garantiere ich für nichts, dass die nicht auch morgen oder übermorgen nochmal über sich hinaus wachsen. Nochmal, es wird schwer, aber wir haben gelernt zu kämpfen, wir machen das, wir geben Gas und versuchen einfach diesen positiven Eindruck, den wir jetzt gerade im letzten Spiel gegen Stuttgart gezeigt haben, einfach nochmal zu bestätigen, zusammen Spaß haben auf dem Feld
Und dann sehen wir, was drin ist. Wenn wir jemanden ärgern können, dann tun wir das. Sehr schön. Simon, zu dir. Du spielst gegen deinen ehemaligen Verein. Wie sehr freust du dich auf ein Wiedersehen, nicht nur sportlicher Hinsicht? Ich freue mich sehr. Ich war ja damals verletzt, als wir in Flensburg gespielt haben. Aber jetzt habe ich endlich sozusagen die Möglichkeit, die Jungs wieder zu treffen. Und hoffentlich wird das natürlich ein enges Spiel. Ich glaube, wie René und Hassan sagt, können wir die schon ein bisschen Stress machen, wenn wir so die Einstellung haben, was wir die letzten Wochen gesagt haben. Und jetzt glaube ich auch, dass das geht nicht über großartige taktische Sachen, sondern nur Einstellung, Kampf, Wille, so wie wir die letzte Wochen gespielt haben.